Good morning, ladies and gentlemen, willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying des großen Preis von Italien. Für Ferrari-Fans das wohl wichtigste Event des Jahres, denn hier müssen wir heute den Tifosi eine Show liefern. Wir haben ja letztes Mal in Spa ja nicht unbedingt unser bestes Ergebnis abgeliefert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das Rennen, naja, lief nicht ganz so gut und im Endeffekt hat das dann auch nur den perfekten Ausgang, könnte man sagen, gehabt, der für das ganze Rennwochenende gegolten hat. Das heißt, wir müssen jetzt in Monza etwas abliefern und die Frage ist, schaffen wir das im Regen? Weil das ist halt das Problem leider, wir werden sehr viel Regen haben. Das letzte Mal, dass wir Monza im Regen gefahren sind, lief eher so semi-gut tatsächlich. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt jetzt auch nicht wirklich gut, deswegen müssen wir gucken. Das sind wir allerdings auch mit einem Trocken-Setup gefahren. Jetzt haben wir ein volles Regen-Setup. Was uns im Qualifying eventuell beeinträchtigen könnte, tatsächlich. Aber ich hoffe einmal, das tut's nicht. So, ich glaube, so können wir die Situation relativ gut zusammenfassen. Q3 sollte trotzdem ohne Probleme möglich sein. Und vielleicht holen wir uns ja trotzdem die Pole. Das wäre ganz geil. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Training-Sessions sahen sehr positiv aus mal wieder. Also da glaube ich, können wir heute schon ordentlich was erwarten, hoffe ich einfach mal. Ob es die Pole wird oder nicht, keine Ahnung. Ich fände es nur passend, wenn wir jetzt einfach mal ein Statement setzen erstmal. Das fände ich wäre eine ganz feine Sache. So. We've got a situation at the moment. Seems like something's off with the fuel injection system. We're looking into it, but we're going to be out of action for a few minutes. Ferrari setzt erstmal ein Statement. Damit können wir arbeiten, definitiv. Mit dieser Motivation können wir hier rangehen. Alter Vater, was ein Quatsch. Ja, meine Damen und Herren, Flügel. Monza, sehr schnelle Strecke, sehr viele, sehr, sehr schnelle Kurven. Im Regelfall fahre ich hier in 1-2er Flügel. Dadurch, dass wir Regen haben allerdings, fahren wir vorne ein bisschen mehr Aero, dass wir einfach angenehm um die Kurven rumkommen. Und hinten ein ordentliches Stück mehr nochmal, dass wir halt auch das Heck nicht verlieren. Weil das war tatsächlich das letzte Mal, als press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Danke. Das war nämlich das letzte Mal, als wir im Regen gefahren sind, ist so ein Problem, weil wir dadurch das Heck relativ leicht verloren haben. Ansonsten Differential 50-50, Radaufhängung, ganz normale Standardwerte. Radaufhängung relativ weich vorne, oder was heißt relativ, sehr weich vorne. Und hinten tatsächlich auch, allerdings hinten natürlich ein bisschen härter als vorne, logischerweise. Und die Stabis in recht extreme Werte auch wieder, hat sich einfach ganz gut angefühlt. Bremsen, Reifen, relative Standardwerte, könnte man sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das Qualifying jetzt aussehen wird. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Bisher ist er jetzt noch nicht so die mega Konkurrenz auf der Strecke, Ausnahme Valtteri Bottas. Windschatten kann natürlich einiges ausmachen hier auf Monza und wird auch einiges ausmachen. Ich glaube trotzdem, dass wir ohne Windschatten auch akzeptable Karten haben sollten. So meine Vermutung. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, 1, 2, 3 Zehntel kann es schon ganz gut ausmachen, definitiv. Vielleicht sogar ein paar mehr. Gucken wir einfach mal. Bottas kriegt halt ein bisschen Windschatten von Perez, aber ich glaube, wie gesagt, im ersten Qualifying müssen wir uns eh keine Gedanken machen. Im Training tatsächlich, im Qualifying-Programm, bin ich eine niedrige 17 gefahren. Das heißt, ich glaube, eine 16er Zeit ist machbar. Ja, mal gucken, ob wir das erreichen oder nicht. Ich würde ja auch ganz gerne rausfahren, aber leider beschließt unser Treibstoffsystem, dass wir nicht dürfen. Finde ich natürlich super. So, ich bin mal auf Valtteris Zeit gespannt. Ricciardo mit einer 1.17.0. Stark, definitiv. Zweiter und dritter Sektor, ordentlich auf jeden Fall. Ocon, 16.9, okay, wir müssen halt auf jeden Fall eine 16er fahren. Sollte aber wie gesagt möglich sein. Ich glaube halt gerade im Rennen sollten wir auch sehr, sehr gute Karten haben. Wieder mal dank unserem ERS-System. Dadurch, ich glaube gerade im Regen können wir auf jeder Geraden ERS raushauen. Und Bottas tatsächlich nur Vierter. Auch interessant. Ja gut. Ocon. Good job. Kann man definitiv sagen. Good job. So, Verstappening. Mit einer 17.7. Das ist eher nicht so stark, aber gut, es ist ein Honda-Motor.
Und die sind in dem Spiel halt echt nicht competitive, auf keinen Fall. Ja, Sainz 18-1. Also ja, da kommen wir auf jeden Fall durch, würde ich sagen. Renault halt, wie die ganze Saison über, wir schon gemerkt haben, der starke Motor, den die haben, hilft ihnen halt massiv. McLaren hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen. Die haben ja auch den Renault-Motor noch. Aber, na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, Le Vettel fährt auch gleich seine erste Zeit. Hamilton fährt eine Outlap gerade noch, so wie es aussieht. Okay. Jetzt auf seine Hotlap damit. Und ja, komm. Was soll der Geiz? Hamilton zwar ist mit einer simulierten Zeit, aber ist ja auch relativ wurscht. Weil weiter kommen wir so oder so. Außer wir setzen den Wagen an die Wand. Ist natürlich immer eine Möglichkeit, wie wir gemerkt haben. Auch erfahrene Fahrer können durchaus den Wagen ab und zu mal da hinsetzen, wo er nicht hingehört. So. Ja, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier großartige Probleme haben werden mit Q3. Und wie gesagt, also eine Ferrari-Doppelpole wäre ein Traum, nachdem wir halt in Belgien beide nichts geholt haben. Vettel ist da ja ebenfalls ausgeschieden, Mercedes mit dem Doppelsieg. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel wir erreichen können. Wir haben ja gerade noch nicht sicher, aber ja, Vettel ist seine Hotlap schon gefahren, 16.9. Das heißt, wir werden so eine 14.2 fahren ungefähr. Nein, ich glaube so eine 16.7 ist drin. In dem Qualifying könnte ich mir vorstellen. Wenn ich da mal wieder ein Ziel setzen dürfte. Ah, Magnussen, Russell, Kusche, Hotler, Tifi. Haas und Williams mittlerweile wenigstens auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt, der Kampf um P16 ist stark, definitiv, ja. Sollte man nicht unterschätzen. Alright. Ja, der 2.5er Flügel ist halt jetzt nicht so geil fürs Qualifying im Trockenen. Aber ich glaube, gerade im Rennen wird uns das schon massiv helfen, definitiv. Ja, fahren geschmeidig über 350. Reißen jetzt fast das Lenkrad vom Tisch, auch kein Problem. Ich hoffe, ich denke dran, das Ganze raus zu editieren, wenn es zu laut war. Der erste Sektor war nicht schlecht. War aber auch nicht der stärkste. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir durchaus denken, dass ein paar vielleicht ein Trockensetup fahren, in der Hoffnung, dass es im Rennen nicht allzu lange regnet, weil dann haben die natürlich sehr gute Karten mit mehr Flügel, mit weniger Flügel. Also mehr Speed auf den Geraden einfach. Ein Vorteil vom 2.5er Flügel halt, durch Ascari kommen wir locker durch. Ah, zu früh gebremst, zu früh eingelenkt. Okay, geht besser auf jeden Fall. Geht besser, trotzdem eine. Leute, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ich habe vor der Runde gesagt, eine 16.7 könnte es werden, dann ist es eine 16.7 geworden, ja? Also, sagen wir einfach mal, wie es ist. Ich kann meine Fähigkeiten, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ja, ich glaube, wenn ich es perfekt anstelle, so eine 16.5 ist möglich. Wenn ich es perfekt mache. Viel mehr glaube ich nicht. Monza ist halt eine Strecke super einfach zu lernen. Und dementsprechend extrem schwer zu meistern. Je einfacher die Strecke, desto schwieriger ist es einfach, Verbesserungspotenzial zu finden. Und deswegen glaube ich, also ja, die Runde war nicht unbedingt perfekt, die war davon relativ weit entfernt. Aber da ist auch nicht viel Luft nach oben, tatsächlich.
was die reine Zeit angeht. Aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, 16.5, das ist möglich. Durchaus. Ich war gerade tatsächlich mit den Händen nicht am Lenkrad, weil ich gerade irgendwas musste erfüllen, ob die Wheelbase noch am Tisch hängt oder nicht. Aber ja, tut sie noch. Also, alles gut. Hab's Lenkrad nicht weggerissen, kein Problem. Alright. Ja, also ich glaube, Q2 könnten wir unter Umständen eventuell geschafft haben. Möglicherweise ist das möglich. Und hier in Q1 dann halt auch erstmal wieder ein Statement setzen, ne? Mit dem Regen-Setup hier die schnellste Zeit fahren. Ich glaube sogar gar nicht so knapp. 1-2 Zehntel liegen da schon zwischen. Ja, 2 Zehntel vor Vettel. Und das Ganze halt ohne einen schnellsten Sektor. Krass. Ocon war halt super stark im ersten. Hat wahrscheinlich Windschatten von irgendwem bekommen. Was wir anderen dann halt nicht hatten. Zweiter Sektor war Vettel dann wieder 4 Zehntel schneller. Ja, okay. Und dritter ist sehr ausgeglichen gewesen. Eigentlich da war Hamilton halt schneller. Perez mit noch einer Runde. Ja, ich glaube, ja, wir können de facto nicht rausfliegen. Dafür fahren nicht genug Leute. Sehr gut. Ausgeschieden. Beide Haas, beide Williams und Giovinazzi. Ja, guck mal, zwischen Giovinazzi und Grosjean nicht unbedingt die größte Lücke. Also das ist schon vom reinen Fahrzeug her nicht mehr allzu weit auseinander. Sagen wir mal, wie es ist. Alright. Es ergibt keinen Sinn, auf den Mediums jetzt zu fahren. Wir fahren eh nicht im Trockenen. Also wir werden halt auf keinen Fall im Trockenen starten. Vielleicht wird es im Rennen irgendwann trocken, aber wir werden nicht auf Trockenen starten. Dann fahren wir jetzt einmal in der 16.6 und dann reicht das auch schon. Wie gesagt, jetzt auf dem Mini. Es wäre halt in dem Fall jetzt wirklich klug gewesen, die weichere Mischung zu nehmen. Aber dafür müsstest du halt auch den Wetterbericht vorher haben. Das ist halt so das Ding. Wenn ich den Wetterbericht vorher gehabt hätte, dann hätte ich die weichere Mischung mitgenommen. Wäre im Training halt ekelhaft gewesen, weil ich dann die Programme mit anderen Reifen hätte fahren müssen. Aber hey, funktioniert jetzt auf jeden Fall. Hätten wir halt auf jeden Fall 2 Versuche hier in Q2, ohne einen wegwerfen zu müssen in Q3 dann. Ja, wie gesagt, also sofern nichts schief gehen sollte, müssten wir das eh haben eigentlich. Also Q2, meine ich, müssten wir haben. Ob wir die Pole haben, weiß ich nicht. Da in Q3 können halt die anderen nochmal einiges rausholen. Ist so ein bisschen das Problem. Wir lassen mal den Renault vorbei. In der Hoffnung, er fährt. Jawohl, tut er. Wie gesagt, auf dem Windschatten bin ich nicht mal aus. Nur ich dachte, der wäre zu sehr in meinem Windschatten sonst. Deswegen der Gedanke. Und ein bisschen was kriegen wir trotzdem jetzt. So eine 0,5 Zehntel kommt aus dem Windschatten schon raus, könnte ich mir denken. Ja, why, nee. Der ist so weit weg. Sehr gut. Haben wir immerhin Clean Air. So, nehmen wir jetzt mal ein bisschen Schwung mit. Haben sogar ein bisschen Schwung verloren. Hat nur so halb funktioniert der Plan, aber gut. Okay, jetzt gib mir mal eine feine Runde hier.
Schneller als der Mercedes im ersten Sektor. Bisschen knapp, aber macht nichts. 17,7 von Gasly, sollten wir schlagen. Schnellster zweiter Sektor. Ich habe jetzt leider die Vermutung so ein bisschen, dass der Mercedes auf Mediums gefahren ist. Ne, ist er nicht. 16,8 von Valtteri Bottas. Auf Softreifen. Sektor 1 und 2 waren schneller. Und ja, quasi identische Zeit. Ich glaube, eine Hundertstel waren wir schneller im ersten Qualifying. Also ja, ich glaube, mit einer 16,7 stehen wir schon für die Pole ganz okay da. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch eine Zehntel finden irgendwie. Im dritten Sektor vor allem, könnte ich mir denken, dieses Mal. Hatten wir ja aus Ascari raus beispielsweise einen Quersteher, einen kleineren, der halt ordentlich was ausmachen kann an der Zeit, weil dadurch halt der ganze Schwung verloren wird für die ewig lange Geraden, die halt den halben dritten Sektor einnimmt. Und genau hier im zweiten hat man auch nochmal einen minimalen Quersteher hier aus der Kurve raus, was halt auch nochmal ein bisschen was weggenommen hat. Also wie gesagt, 16,5 möglich, definitiv. Jetzt müssen wir halt ein Ricciardo schneller als Hamilton. Krass. Wie gesagt, der Renault-Motor ist nicht zu unterschätzen. Und das macht die halt auch im Rennen echt zu einer Macht. Deswegen sind die gerade recht komfortabel, eigentlich P3 in der Konstrukteurswertung. Weil die halt auf der Geraden einfach ganz geschmeidig vorbeifahren. Und die anderen nicht mehr rankommen dann. So, Leclerc. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn er vor uns gewesen wäre. Vettel bin ich jetzt gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube, mit der Zeit stehen wir gut da. Halte ich für machbar. So. Was macht Vettel? Vettel ist auf Mediums gefahren. Warum bist du doof, Vettel? Ja, dritter Sektor. Waren wir nicht unbedingt so schnell, wie wir hätten sein können. Aber ansonsten, ja, wir stehen super gut da. Und wir sehen halt gerade Ricciardo, erster Sektor, zweitschnellster. Drittschnellster, Entschuldigung. Ja, das ist halt einfach der Renault-Motor. Brauchen wir nicht diskutieren. Der hat Power, definitiv. Der hat Power. So, wir spulen mal vor. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das Qualifying verlieren werden. Dass wir hier rausfliegen. Da werden noch ein paar ihre Runde fahren, aber ja. Oh, Vettel bleibt drin. Vettel bleibt drin. Mit den Mediums. Und bleibt auch im Qualifying, okay. Holy shit, das war Risiko. Okay, Albon raus, Racing Point beide raus. Gasly und Leclerc. Okay, das heißt, wir haben Verstappening, Viat, McLaren, Renault, Mercedes und Ferrari im dritten Qualifying. Und ganz ehrlich, ich glaube auch ein Ricciardo ist aus dem Kampf um die Pole nicht rauszustreichen. Also wir müssen jetzt schon echt was abliefern. Und ob wir abliefern werden oder nicht, das gucken wir uns jetzt an. Wie gesagt, 16,5 definitiv möglich und ich glaube, damit hätten wir auch die Pole. Ob wir es machen werden oder nicht, keine Ahnung, müssen wir gucken. Aber das Potenzial dazu ist auf jeden Fall gegeben. Da gebe ich 100% drauf. Das schafft der Wagen und ich kann das auch schaffen. Einfach die gleiche Runde fahren wie gerade, nur ohne die Quersteher. Und dann kriegen wir unsere 16 Pfund
Und ne, unsere 16.5 hin. Wir müssen halt auf jeden Fall, wie gesagt, vor Hamilton unter anderem auch sein. Weil Hamilton in der Rivalität letztes Rennwochenende 7:0 mich geschlagen hat. Dadurch, dass ich das Qualifying nicht beendet habe und das Rennen nicht beendet habe. Und wie gesagt, gerade jetzt brauchen wir einfach eine Pole. Die Tifosi müssen jubeln für die Scuderia, die wir uns hoffentlich beide in Startreihe 1 stellen. Aber eigentlich möchte ich Vettel lieber auf P3 haben. Dann kriegt Vettel Windschatten, macht ein bisschen Druck auf denjenigen, der neben mir steht. Und ich kann eventuell ganz geschmeidig wegziehen. Hoffe ich. Wie gesagt, es wird regnen. Und Monster im Regen lief letztes Mal nicht so gut, wie wir wissen. Alrighty. Okay, wir müssten eigentlich freie Fahrt haben. Vielleicht kriegen wir gegen Ende der Runde sogar ein bisschen Windschatten von dem McLaren vor uns. Je nachdem, wie langsam bis seine Outlap fährt. Das wäre ein Träumchen. Auf jeden Fall Windschatten, sehr gut. Nicht viel, aber genug. Oh ja, Leute, guckt mal. Das ist aber ein Tow, den wir hier gerade kriegen. Sogar so viel, dass wir gleich die letzte Kurve verkacken. Aber egal, das kann richtig gut sein. Wow. Ey, Leute. In der Formel 1, Consistency is the key, meine Damen und Herren. Consistency is key. Wie George Russell gesagt hat. Eine Tausendstel langsamer als unsere Q2-Zeit. Welche eine Hundertstel langsamer als unsere Q1-Zeit? Eieiei. Vettel auch nicht allzu weit dahinter. Also ja, der Kampf um die Pole ist auf jeden Fall echt vorhanden. Valtteri Bottas mit einer 16.6. Ja, ich habe halt die letzte Kurve diesmal verkackt, die Parabolica. Hamilton P4, gut. Hatten aber keiner von den drei hatte Windschatten. Weder Vettel noch die beiden Mercedes-Piloten. Aber ja, schauen wir jetzt einfach mal, wo genau haben wir die Zeit verloren. Wie viel können wir noch rausholen? Und wie stark müssen wir James bestechen, dass er sagt, Valtteri, it's James. Das sind die großen Fragen, die wir uns gerade stellen. So. Ja, P2 gerade. Ach ja, moin. Alrighty. Erster Sektor war ordentlich, zweiter Sektor war ordentlich, dritter Sektor war scheiße, so wie ich es mir gedacht habe. Ja. Das heißt, der Plan ist simpel. Der Plan ist relativ simpel. Die neuen Reifen sind drauf. Wir spulen vor, bis die anderen alle fahren.
und fahren dann selber auch noch raus. Ja. Und ich glaube, dass die sich jetzt eher gegenseitig aufhalten, als dass sie sich pushen werden mit Windschatten. Wobei, weiß ich nicht. Könnte doch ein groß genug, ein Abstand sein, der groß genug ist. Mal gucken. Vielleicht hätte ich mit dem Pulk rausfahren müssen. Kann durchaus sein. Der unglaubliche Pulk. Ja, mal schauen, ob ich jetzt die erste Stadtreihe gerade verspielt habe oder nicht. Ich glaube halt schon, dass wir noch eine Zehntel holen können. Oder zwei. Auch ohne den Windschatten, den wir in der Runde gerade hatten von Norris war es, glaube ich. Ja, okay, die kriegen jetzt auch nicht den Überwindschatten tatsächlich. Alrighty, Ladies and Gentlemen, dann schauen wir mal. Der Exit war relativ identisch, sagen wir mal. Dafür jetzt hier ein bisschen Zeit verloren. Und das war's. Ja, das war zu viel gewollt. Wollte ich ein bisschen schneller durchgehen, Sausage Curb mitgenommen und das war's. Damit holt Mercedes tatsächlich die Doppelpole. Ah, ist das belastend. Shit. Das habe ich weggeworfen. Da hätte ich nochmal Zeit rausholen können. Wenn ich die Kurve halt erwischt hätte, dann wäre da auch die 5er-Zeit gestanden wahrscheinlich, wenn ich halt die Parabolika noch mitbekommen hätte. Aber da wollte ich einfach zu viel Risiko gegangen. Das ist das, was ich meinte. Leicht zu lernen, schwierig zu meistern. Exakt das tatsächlich. Aber ich meine, wie gesagt, mit P3 sind wir immer noch nicht schlecht aufgestellt, sagen wir einfach mal. Wir hatten das in Silverstone, das Szenario. Beide Mercedes vor uns, wir auf P3 und wir hatten beide vor Kurve 1. Also, das ist machbar durchaus. Nicht ganz da, wo ich starten wollte. Tifosi wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, aber hey. Dafür gewinnen wir das Rennen einfach. So. So der Plan zumindest, sagen wir einfach mal. Ja, trotzdem belastend, weil, wie gesagt, wenn ich es nicht weggeworfen hätte, P2 wäre es auf jeden Fall gewesen. Und P1 wäre halt auch nicht unwahrscheinlich. Aber hey, wird's Rennen spannender. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und der Professor. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Eine Tausendstel vor Vettel ist halt auch schon echt ein Statement. Also ja, da hatten wir Glück, dass er sich nicht verbessert hat in seiner zweiten Runde. Da hatten wir richtig Glück. Also gut, Vettel kann morgen gerne aus der Mediums starten, wenn er möchte. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Problem. Ja, Hamilton führt halt in der Rivalität jetzt und zwar ordentlich. 3 Punkte müssen wir aufholen in den nächsten 2 Rennen. Näh, schwierig. Andererseits kann mir die Rivalität eigentlich auch relativ egal sein.
Es sind noch 8 Rennen. Das heißt, nach der von Hamilton haben wir noch eine Rivalität. Und wenn wir ihn in der Meisterschaft schlagen, dann, ja, scheiß doch drauf, ganz ehrlich. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Naja, ob wir im Rennen davon mehr sehen werden oder nicht, wird sich zeigen, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr bedeutend nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.